Hallihallschön. Wir spielen heute bei dem Spiel weiter. Gott, wie hieß es? The Taulos. Taulos Principle, genau. Gott. Mein Sound ein bisschen leiser machen. Das ist doch ein anderes Spiel, was ich hier gerade anhabe. Oder? Nee, doch ist es. Oh, ich verwechsel das jedes Mal, weil das Ding genauso anfängt wie Serious Sam. Ist ja auch von den Machern damit. Soweit wie ich weiß. Ich weiß es nicht. Ach, das kann ich dir nicht sagen, ob ich da welche habe oder nicht. So, wir machen mal Optionen, mal ein bisschen Sound, ein bisschen. Audio-Option. Und fortsetzen. Du musst sagen, wenn ich mal langsamer machen soll oder sonst irgendwas, ich versuche mir Mühe zu geben, nicht dass hier schlecht wird oder sonst irgendwas. Ja. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo ich war. Genau. Mach mal die Sch. Warum hast du eine Mütze auf? Weil ich mit Steve ins Bett gehe. Mit der Mütze? Warte mal, du hast den Popel. So, weg. Gib Papa einen Kuss. Nachher gehen wir beten ins Kino. Sitzt du neben Papa? Nein, in der Mitte. Naja, ist ja neben Papa. Und neben Mama. Ja. Wollen wir einen ganz großen Eimer Popcorn kaufen? Oder Chips? Nee, Chips gibt's nicht. Chips gibt's nur für Papa. Du kriegst Popcorn. Ein Deal? High five? Und Mama kriegt auch Popcorn? Und Mama darf von deinem Popcorn was naschen. Mama darf von Papas Chips naschen? Nein. So, eine Spieloption, wir machen mal, dass das alles ein bisschen langsamer geht. Spieltempo. Machen wir mal langsam. Weil das doch sonst zu schnell geht. Und Steuerung, wa? Bewegungsoption, Mausempfindlichkeit, genau, die setzen wir mal ein bisschen runter. Sichtfeld nehmen wir mal ein bisschen höher. Hast du die Änderung vorgenommen? Willst du die Änderung einstellen übernehmen? Ja. So. Genau, jetzt sieht es doch schon etwas entspannter. So. Genau. Hier müssen wir rennen. Ich habe leider vergessen, weil das Spiel echt schon wieder eine ganze Weile her ist. Dieser Stern, das sind irgendwie Zusatzmissionen. Ja. Da muss ich irgendwie so einen Stern besorgen. Wir können gerne mal zum Anfang gehen, um dass ich dir das Prinzip erstmal erkläre. Jo. Ach, wir sind schon ganz unten, achso, wir müssen nach oben. Genau, dann gehen wir zum ersten, zweiten Level. Du siehst hier oben auf der rechten Seite, siehst du gelb. Das heißt, ich muss irgendwie gelbe Sachen jetzt noch freischalten. Diese Tetris-Dinger da. Ich habe 3 Sterne freigeschaltet und 6, keine Ahnung, diese Punkte. So. Das ist der Turm, der ins Unermessliche geht. Und Anfang tut es, siehst du ja, A, B, C. Und hier ist der Turm, der geht ins Unermessliche. So, wir gehen mal ins Gebäude A. Da haben wir angefangen. Da hat man hier vorne so einen schönen Plan. Und man sieht, überall ist ein X. Das habe ich alles schon abgearbeitet. Ja. Hier kann man nirgendwo was machen. Ja, also hier ist auch nichts, wo man da lang kann. Nur mal, dass du das so siehst. So. Gehen wir mal runter. Wie gesagt, du musst
sagen, wenn du, wenn ich zu schnell bin oder irgendwas. Und irgendwie bist du zu leise. Warte mal, ich muss dich mal lauter machen. Ich bin zu leise? Ja, für mich ja. So. Ich kann auch meine Empfindlichkeit höher drin. Nee, alles gut. Ich sag hier einfach dich höher. So. Oder das Spiel einfach ein bisschen leiser, oder? So, sag mal, heute ist das Wetter schön, zum Beispiel? Ja, das Wetter ist heute sehr schön. Ja, das sieht, sieht super aus. So, genau. Hier hatte ich so grüne, die habe ich hier reingepackt, in die richtige Reihenfolge, die lagen dort. Und damit ist das Ding hier dann aufgegangen. So. Und dann konnte ich immer Stück für Stück. Ah, genau, hier. Hier ist zum Beispiel so ein Sternlevel. Hier fehlt ja Stern, da ist noch ein. Also. Hier ist der Stern noch zu sehen und irgendwo, ja genau, hier zum Beispiel ist der Stern durchgekreuzt. Und ich weiß nicht mehr, warum, weshalb. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein und gucken, wo dieser Stern ist, weil die Level, die regenerieren sich immer wieder neu. So. Haben wir hier überall die Erklärung und wir müssen uns mal gucken, wo wir den Stern haben. Und schon bin ich wieder raus aus der Nummer, weil hier nirgendwo ein Stern zu sehen ist. Weiß ich nicht, deshalb ich weiß nicht mehr, was man da machen musste. Ansonsten starten wir das Spiel gleich nochmal ganz von vorne und dann hat das eine Weile zu tun. So, die Dinger kann ich mitnehmen. Ah, genau, das sind so Gewichtsplatten. Kann ich da draufstellen. Ich nehme mal gleich den anderen mit. Oder wir machen mal hier alle Levels aus dem ersten Level nochmal durch, um zu sehen, wo der oh Gott. Okay, tot. So, ich habe zwei von den Dingern. Hast du eine Idee? Ja. Meinst du? Ja. Ne. Also der erste ist definitiv weg. Wenn ich ihn nehmen will, geht er automatisch weg. Also sind so eine Art Minen. Kann ich mich da raufstellen? Nee, geht nicht. Oder ich bleib einfach mal draufstehen. Also ich hab das Level auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber erstmal in die Logik da wieder rinkommen. Die scannen dauerhaft, also die gehen automatisch auf, das sind so Sensorminen.
Aber ich überlege gerade. What the fuck? Wie habe ich das immer? Ich gehe gleich wirklich zum allerersten Level. Komm, wir machen das anders. Wir gehen ins allererste Level und machen das da. Vielleicht baut sich ja alle danach auf. Was war denn das? Level 5. Guck mal hier, im ersten Level haben wir auch einen Stern irgendwo. Aber mir ging es darum, dass wir eigentlich so einen Stern erwischen, der durchgestrichen ist. Da ist auch ein Stern da hinten. Da ist auch ein Stern im vierten. Im dritten Level ist sogar noch ein Stern. Dann nehmen wir nicht ins erste, sondern nehmen wir mal ins dritte. Wir waren ja gerade im fünften. Einfach mal irgendwo rein. So, der wird hier mit so einer Art Raptorstrahl festgehalten. Ist auch wieder so eine Mine, die aufgeht. Da ist ein Schlüssel. Und dort bin ich gekommen, okay. Was kann ich nehmen? Das Ding, den Teleporter hier, ja. Den kann ich auch nehmen, aber ich wollte erstmal gucken. Jetzt fährt hier drinnen wieder so ein Teil lang. Okay, und es ist eine Selbstschussanlage da hinten. So, gut zu wissen. So. Auf jeden Fall habe ich das Level geschafft, weil hier kann man durch. Ja, sonst wäre hier der Zaun oben. Wir können ja mal gucken, ob irgendwo, weil ich bin der Meinung, das war irgendwo ein Stern, der lag irgendwo rum, glaube ich. Dass ich da nicht rangekommen bin. Weiß ich bloß, wie gesagt, nicht mehr. Ich gehe, wie gesagt, jetzt nur schnell durch, ob ich das Ding hier irgendwo finde. Mann. Das ja. Ja, das ist, so hing es mir auch, als ich das neulich wieder angefangen habe, genauso wie jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das ganze Level war.
Wir können ja mal zu dem aktuellen gehen, wo ich bin. Wenn ich das hier gleich immer alle durch habe. Ach so, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Also wir sind immer durch. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da muss man einfach hintereinander weg durchziehen, sonst verliert man die Orientierung, da weiß man nicht mehr, wie das funktioniert hat. Oh. Also, wo sind wir denn rausgekommen? Wir sind aus C, glaube ich, rausgekommen. Haben wir B alles erledigt? Weil ich brauche aktuell die gelben Dinger da. Das ist ja mein Missionsziel. Die muss ich jetzt suchen und muss sie quasi absolvieren. Dass ich wieder so eine Tür aufkriege. Ja. Das hier fand ich mal sehr schön, weil das Ägypten-Style ist. Ach, hier haben wir die Karte. Da sind doch die Wehen. Guck mal, Level 6. Gehen wir mal zum Level 6. So. So, L oder diese andere? Sag was? Simone hat gesagt, ey. So, genau. Der Laser hier, der muss in das Rote. Dann dreht sich das und die Schranke geht auf. So, der Blaue, der muss da hinten in das Blaue. So. Das ist jetzt erstmal unsere Mission. Aber hier ist nirgends so was, was ich benutzen kann, oder? Hi. Doch da, guck mal. So ein Kristall und der muss von dort nach dort. Zack. Und jetzt habe ich hier noch einen. Und da muss der mit dem. Aber weißt du, was dann passiert? Dann überkreuzen die sich und dann geht es nämlich nicht. So. Also müssen, können wir den roten? Was ist denn hier mit dem Blauen eigentlich? Guck mal, dahinter steht das Ding. Wahrscheinlich mache ich jetzt bloß alles frei, um an den Ehen, der hier um die Ecke steht, ranzukommen. Genau. Und jetzt müssten wir uns was einfallen lassen. Um den aufzukriegen.
Nein. Weil wenn die sich überkreuzen, warte. Gibt's hier so was und dann passiert ja nichts. Wenn ich den jetzt, den blauen quasi zuhalte, dann jetzt wieder. Ich hätte eine Idee, und zwar, wenn ich von hier den hier hinstelle. Guck mal. Clever. Oh, ab jetzt ins nächste. Okay. Da ist noch rotet. Sind sogar zwei rote. Okay, damit kann ich den da erstmal aufmachen. Oder? Würde ich sagen. Nein, war nicht. So, da ist der Teil. Wie viele? Ich habe 1, 2, 3, 4. Aber die müssten, glaube ich, schon so stehen bleiben, weil sonst nichts mehr geht. Und jetzt hätte ich gedacht, ich stelle den von dort mit dem. Hier hin. Denn geht er hier so rüber und schießt darauf. Und dann haben wir das Ding auch erledigt. Warum habe ich denn dann letztens aufgehört? Oder etwa zu spät, ich wüsste es nicht. Genau, jetzt haben wir alle komplett. Jetzt müssen wir mal rauskriegen, wo ich die unterbringen kann.
Aber wenn wir gerade hier sind, hier fehlt doch nur noch den Roten. Wir gucken uns den Roten gleich mal an. Ägyptischer Säulengang. Okay, also zwei Minen fahren immer parallel lang. Der hält Sachen fest. Kann der auch hier durch das Gitter festhalten? Also. Ach, ich kann immer nur ihn festhalten. Ah, okay. Ist natürlich doof, dass ich nur einen festhalten kann. Oh. War jetzt nicht so klar. Wo lag denn der? Da lag der. Kann ich jetzt rannehmen? Passiert was? Passiert nicht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Nur. Jetzt warten wir mal hier auf Emse Bremse, bis der vorbei ist. Schnell, renn, 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 renn. Ja, was habe ich jetzt gekonnt? Nüscht. Ein Gitter. Toll. Ich muss irgendwie hier die Tür aufkriegen. Oh. Was war denn das? Kann ich mit denen auch die Türen aufmachen? Feuer. Ach hier, guck mal, die Störfelder kann ich aufmachen. Ah, alles klar. Es wird funktionieren. Ich kann die Türen auch mit aufmachen. Okay. Einfach wieder eine geile Nummer. Bob tot. So, schnell. Da hinten müssen wir jetzt nicht mehr hin. So. Machen wir mal den hier so auf die Ecke und sagen hier, machen wir frei. Ah, verdammt. Ich hatte einen anderen Plan. Ich wollte den eigentlich mitnehmen und den anderen draußen aussperren. Probieren wir gleich nochmal. Wisst ihr, was ich meine? Oh, da war der eine hier zu dicht. Oh. Wir müssen ja alles mitnehmen, was irgendwie geht, was wir nicht zurücklassen können. So. Können wir den doch hier schon ganz dicht hinstellen? Genau. Den können wir nehmen. Wo bleibt er? So. Nein, dann geht. Okay, dann geht man automatisch raus und hebt den auf. Okay, also einen müssen wir definitiv stehen lassen. Okay. Haben wir so verstanden. Na toll. So, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Da ist noch eine Barriere. Okay. Und dahinter, was leuchtet denn da?
Land der Sterne? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall. Nee, ein Schlüsselbund ist es, stimmt. Den konnten wir doch von. Ach man. Von hier hinten, du weg? Nee. Von irgendwo konnten wir das sehen, dass es ein Schlüsselbund ist. Wie auch immer. So. Jetzt versuchen wir den mal drinnen hinzusetzen, dass er das auch offen hält. Geht das? Nee. Jetzt kriegen wir das aber nicht auf. Jetzt haben wir Quatsch gemacht. Wir könnten ja mal testen, wenn der Ball hier so durchgeht, dann nehmen wir den hier einfach weg, ob der Ball dadurch kaputt geht durch das Magnetfeld. Achso. Weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier gerade Quatsch gemacht. Mann. Ja, hier sind wir. Achso, wir können es ja erstmal schon mal testen. Wir haben ja eins. Ah, stellen wir mal. Können wir auch weiter weg? Ja, können wir. So, wir müssen hier hinten auf den aufpassen. So. Ich kann den gleich wegnehmen, okay. Oh Gott. Sie sehen, hat ausgebeult und ist wieder. Ich glaube, das geht nicht. Wir probieren nochmal. Aber wir müssen die jetzt irgendwie austricksen, dass wir an das rankommen. Kannst du nicht irgendwie gucken, dass du die Tür aufmachst, mit welchem rausgeht, du gehst rein, machst mit dem anderen die zweite Tür auf, so dass das zweite Bällchen rausgeht und wenn dann beide irgendwie hier draußen sind, dass du dann. Achso, dass wenn ich den Teil habe, dass ich den Teil habe, sozusagen. Da muss ich mich. Ja, doch, könnten wir uns beeilen. Versuchen wir mal. Erstmal gucken, in welchen Abständen die überhaupt rollen. So, wenn er raus ist. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Ja, doch, war schon schlau, aber müssen wir irgendwie anders lösen. Also mehr haben wir auch nicht. Wir brauchen den Schlüssel, um hier die Tür aufzumachen. Aber wir müssen das irgendwie timen. Das ist natürlich das Problem. Ich glaube, ich hab's raus. Warte mal. Wenn der hier lang fährt und ich den jetzt hier hinstelle, den wegnehme, dann könnte der daran stoßen. Guck mal.
Was hältst du denn von der Nummer? Habe ich mir gerade ausgedacht. Wie geil ist das denn? So, das heißt, ich öffne das Ding. Hoffe, dass er hier rausfährt. Oh. Ups. Was ist denn vor? Gut, okay, also Plan, wir wissen jetzt Bescheid, Umsetzung, ne? Da muss die zweite irgendwie so weit wie möglich hier raus. Das heißt, ich muss den einen so weit wie möglich hier hinten haben. Komm raus. So, ist der weiteste Punkt. Jetzt warten wir den erstmal ab, bis der vorbei ist. Na, wir probieren gleich mal was aus. Geht echt nicht. Also ist der dichteste. Gut. Ich überlege gerade, ob wir den irgendwie so stellen können. Dass wenn wir den jetzt aufmachen, dass der rausfährt bis irgendwo hin, dann fährt er ja wieder automatisch zurück. Und dass ich den dann hinstelle. Also ich weiß nicht, ob der Abstand hier reicht. Ah, wir probieren mal was aus. Oh. Zeig mir erschrocken. Mann. Heisendreck. Ach, Mann. Zack. Stopp. Vor allem, was doof ist, dass der da drinnen nicht viel weiter nach da fährt, sondern einfach hier vorne stehen bleibt. Und nicht das ganze Feld ausnutzt. Ah, schnell, schnell, schnell. So. Das öffnen, das ist klar. So, den loslassen. Den festhalten. Ich muss mich eigentlich nur darauf konzentrieren. Warte kurz.
Ach verdammt, der zeigt gar nicht aufgepasst, wie weit der rausgegangen ist. Muss mich halt jetzt nur beeilen, unter Umständen. Ah, nee, nee. Ist auf jeden Fall zu dicht. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber ich habe jetzt einen anderen Plan. Was ist, wenn wir beide rauslassen, beide sich hier, die beiden sich immer nach links, nach rechts, nach links, nach rechts bewegen. Und ich dann mit einem den ersten sozusagen anhalte, dann steht der andere dahinter. Wisst ihr, was ich meine? Kannst du mir nach kannst du mir folgen? Ja, kann ich. Ja, dann probieren wir das mal. Warte kurz, ich hatte einen Denkfehler drin. Aber schiebt die Kugel immer ein Stück weiter weg? Nee. Waren da jetzt der Denkfehler? Die standen falsch, oder? Also ja, aber das Problem ist halt, wenn du Tür von außen, was ja nicht anders geht, aufmachst, dann beide Kugeln aber auch außen festhältst, kommst du ja auch nicht mehr rein. If you know what I mean. Ja, wir könnten immer von... Oh, ich weiß nicht, ob man von außen auch versuchen kann. Wir können ja noch mal eine Sache testen. Wenn wir die Tür jetzt so aufmachen. Ja, und den da hinstellen, das Ding wegnehmen. Bleibt das Ding trotzdem offen. Das ist schon mal gut. Guck mal, dann halt den auf jeden Fall drinne. Und jetzt könnte ich doch sagen, da hinten öffnen. Aber jetzt kriegt Glöber Bede nicht raus, oder? Ne, weil ich den hier noch in der Mitte hingestellt habe. Ich doof Trottel. Achso, ich hätte den eh jetzt mitnehmen müssen, um die da kurz anzuhalten. Richtig? Richtig. Den hier quasi.
So, ich glaube aber sogar, die Bienen hier, Ernie und Bert, die brauchen wir noch. So, jetzt versuchen wir die Bienen dort wieder einzusperren, okay? Weil ich glaube. Oh, der dreht sich schon in meine Richtung. Nee, Donny. Hier ist Strom. Okay. Oh, wenn wir hier sterben, dann fängt das wieder ganz von vorne an. So. Jetzt nochmal clever sein. Den hier auf jeden Fall wegnehmen. Ne? Das Bederinien. Ach, verdammt. Jetzt steht der andere genau davor. Oh Mann! Achso, nein. Und den weg. So. Jetzt mal bloß langsam agieren, ne? Und vorher drüber nachdenken. Kann ich mit denen. Oh, guck mal. Da kann ich sogar die aufhalten. Sind da bloß zwei? Ja. Guck mal. Nummer 1 aus. Nummer 2 aus. Ach, hier ist ohne einer. Jetzt ist bloß die Frage: Meinst du, ich komme hier rum, ohne dass der mich sieht? Ja. So, Strom aus. Das heißt, das Ding müsste jetzt aus sein. Ja. Hey, haben wir geschafft, schnell raus hier. Aber wieso wird denn der mir jetzt da oben nicht angezeigt? Aber durchgestrichen ist er. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, alle in dem Level geschafft. Richtig? Ja. So, jetzt gehen wir mal schauen, wo wir die gelben brauchen, um das freizuschalten, okay? Und wir müssen uns daran erinnern, dass wir im in Ägypten waren. Da geht er dann wohl weiter. Oh, ich glaube, im Turm sogar ist das, wo man es freischaltet. Ich weiß es nicht. Oha, schon ein bisschen hoch. Achso, ist offen. Achso, nee, hier brauchen wir gelb nicht. Da komme ich übrigens auch nicht mehr weiter. Gehen wir mal in den ersten Stock. Ach, im dritten können wir auch. Brauche ich denn gelb?
einfach mal einen dritten. Einfach, weil wir das kennen. Ah, guck mal, einer ist schlau. Das geht ja nicht. Okay, immer im Kreis gerannt, nichts gewonnen. Aber habt ihr gesehen, hier hinten ist auch noch was. Oh, das ist echt schon wieder zu lange her, wo ich das gespielt habe. Gut. Ach, fangen wir wieder von vorne an. Hier haben wir alles abgearbeitet. Hier sind noch ein paar Sachen offen bei Level 5. Kann man hier. Okay. Und bei C, wie sieht's da aus? Da ist noch mehr offen. Auch im Level 1. Bleiben wir bei B. Genau, Level 5 abarbeiten. Warum ist denn das hier zu? Und hier ist ein Stern. Guck mal, einer schlau. Ah! Ach, das sind quasi die. Und das sind Sterne. Drei Sterne. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, ja. Gut. Das heißt, wir müssen hier mal irgendwo rennen und auch ein paar Sterne besorgen. Einmal Farbe. Auch nicht schlecht. Wenn einer Sterne sieht, schreit mal bitte.
Ach, kick mal einer an. Weil das Level habe ich anscheinend schon mal gepackt, ihr habt. So. Was ist mit dem Farbeimer? Kann ich damit vielleicht darüber? Auf jeden Fall haben wir einen Stern gefunden. Zeiger, das war irgendwie knifflig. Die liegen irgendwo rum. Wir können den Farbeimer nur hinstellen, wir können nichts damit machen. Wo war das hier? Nee. In dem Level da war das. Simone? Ich hab was hat dich erfreut, mehr oder weniger. Zwar habe ich was gefunden. Hatte. Ich stell den mal hier hin. So. Ja. Und da ist ein Ventilator. So, und sonst komme ich da nicht weiter rein. So. In dem Level habe ich zur Verfügung eine Mine, die Sinn macht hier. Aua. Und noch zwei Minen. Da und da. So, dann habe ich zwei Würfel. Und zwei von diesen Sektoren. Hast du gesehen? Er kann zwar jetzt hier hin und her springen, ja, weil ja da die Fußabdrücke sind. Aber wenn ich den übereinander habe, geht das nicht mehr. Aber es gibt hier auch irgendwie einen Farbeimer, der ist draußen gewesen, aber damit kann ich nichts machen. Kann ich eine linke, rechte Maustaste hier, linke. Passiert ja nicht. Oh, dann habe ich das hier schon probiert, dass ich darauf und irgendwie aber
funktioniert auch nicht. Da ist die Mauer, da ist ein Ventilator und da ist eine Mauer. Also rundum zu. Genau. Kick mal hier. Ah, okay. Oder war mal hier überhaupt? Ich dachte, ich kann bis dahin irgendwie. Also ich kann auf die Dinger auch aufspringen. Vielleicht komme ich da irgendwie anders hin. Simone, sag doch mal was. Ist so. Verlege. Komm ich irgendwie von ganz außen? Da ist doch Wüste. Komm ich da irgendwie hin? Wir laufen mal, wir wissen ja welches Level das ist. Das ist hier, das hier. Wo wir irgendwie raus können und von außen irgendwie. Das ist genau hier. Ich glaube, das ist ja nicht Sinn der Sache, dass wir irgendwie von außen da kommen können. Sagt das nicht, das gab auch ein Level, da musste ich Laser von hier drinnen nach draußen schießen und außen rumlaufen und von dort das irgendwie aktivieren. Das war richtig kompliziert. Der hier ist auch cool. Warte mal, wie war der da? Aufnahme. Wir warten jetzt, da unten läuft die Zeit. 10 Sekunden. So, gehen wir zurück. Und sagen abspielen. Dann kommt meiner einer. Ich hab gedacht, vielleicht kann ich jetzt hier irgendwie. Oder dass ich mir das irgendwie rüberlegen kann.
Wenn ich jetzt da durchgehe, ist er wieder weg, wa? Genau, weil die kann, darf nichts mitnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Genau, jetzt ist er weg. Achso, der Tor ist viel zu groß. Ich dachte, ich kann das irgendwie hier rüber werfen. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Ach nee, da unten läuft ja eine Zeit. So. Ach so. Oh. Wenn ich irgendwo hin hier, wo man nicht darf, dann passiert das. Passiert das. Weil ich komplett zurück teleportiert. Gesundheit. Gut, also man darf oder kann da definitiv nicht raus. Gut. Also muss das in dem Level irgendwie passieren. Hast du gehört? So. Tada, da bin ich wieder. So. Holen wir uns erstmal die ganzen Teile wieder, ne? Und was ist? Ich tue nur mal einen Versuch. Ich darauf springe und dann darüber. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ich sterbe. Aber was haben wir zu verlieren? Was hältst du von der Variante? Okay. Da ist er. Da. Seht an. Ich hab keine Ahnung. Mann, was ist denn hier mit meinen Schuhen? So, das ist frustrierend.
Ich will ein anderes Level spielen. Ich hab auch keine Idee. Du auch nicht. Richtig? So. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus. Gucken, ob wir hier eigentlich alles erledigt haben. Und so sind überall noch Sterne versteckt. Weißt du? So, 4, 5. Mal hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Level, wo du auch außerhalb rumlaufen kannst. Und so einen Stern suchen musst, gucken kannst, irgendwo ist der dann versteckt. Und man weiß eben halt nicht wo. Guck mal, da ist ein Stern. Siehst du den? Da oben. So, ich brauche hier unten Ventilator und der wird mit dem Ding gespeist. Aus irgendeinem Level. Siehst du das? Und das ist dann eben halt die Schwierigkeit. Ich bin schon wieder fix und fertig. Schon wieder kein Bock mehr. Jo, ich muss auch. Guck mal, es ist 14 Uhr. Ich muss mich fertig machen. So, den Tschü-Tschü alle miteinander.